Als ich vor ungefähr 10 Jahren mich um Nachwuchsführungskräfte aus der Generation Z kümmern sollte, sie finden und vor allem auch im Unternehmen binden, dachte ich mir, na, das kann ja so schwer nicht sein. Bis ich kurz danach wieder überlegt habe, nach ein paar Erfahrungen, ob ich diese Position vielleicht doch nicht lieber jemand anders geben sollte. Denn weder viele gefunden noch viele gehalten haben wir im Unternehmen bis zu diesem Zeitpunkt, als ich mich dann näher mit ihnen beschäftigt habe. Und ich glaube, damals würde der Vortrag von heute eher lauten: Generation Z, die Abrechnung. Ja, klar, also ich war voller Wut und dachte, da gibt's doch nicht. Ja, was fällt Ihnen eigentlich ein? So, wie ticken die überhaupt? Und genau so würde heute, jetzt nach vielen Unternehmensbesuchen, nach vielen Gesprächen mit den Digital Natives, also den Vertretern der Generation Z, mein Titel eher lauten: Generation Z, unsere Vorbilder. Oder ganz einfach eben: Wie tickt Generation Z? Ja, und da jetzt schon ganz oft das Wort gefallen ist, Generation, wäre das die erste Frage überhaupt mal: Wie definiert man eigentlich so eine Generation? Ja, also eine Generation, das ist eine Gruppe von Personen aus einer identisch altersbedingten Zeitspanne. Wir zählen heutzutage jetzt 4 Generationen, vor allem weil diese 4 aktuell noch zusammen in der Arbeitswelt sind. Und mit aktuell noch meine ich, dass eine bereits so nach und nach eben sich jetzt verabschiedet und in Rente geht. Aber nicht ganz so schnell, schauen wir erstmal drauf, welche 4 haben wir denn? Und von diesen 4, da spreche ich eben von den Babyboomern. Ich spreche von den Xern, von den Ynern, aber eben auch von den Zlern. Und zunächst dürfen wir mal definieren, von wann bis wann geht eigentlich eine Generation? Und dann fangen wir doch mal bei den Babyboomern an. Und diese Babyboomer, die sind geboren ab, ja. Was glauben Sie? Ich stelle die Frage jetzt erstmal in den Chat. Tippen Sie einfach mal rein, was glauben Sie, ab wann die Babyboomer, die Geburtenjahrgänge der Babyboomer beginnen? 60, 64, 45, 50, genau. Also da liegen Sie ganz gut. Geboren ab 1950. Und damit wir es jetzt nicht zu kompliziert machen, es sind immer 15 Jahresschritte. Das heißt, wir haben die Xer dann ab 65, die Yer ab 80 und die Zler ab 95. Ja, wenn Sie jetzt genau gerechnet haben, dann wissen Sie, 95 bis 2010, was kommt denn eigentlich danach? Ich meine, wir haben das Jahr 2022. Manche sagen zu mir jetzt in den Vorträgen, da kommt die Generation Null. Naja, also ich finde, das klingt jetzt so ein bisschen herabwürdigend. Nennen wir sie Generation Alpha. Aber da das Flipchart jetzt hier zu Ende ist, beschäftigen wir uns nicht mehr damit. Und was Alpha für Sie jetzt genau bedeuten mag, das können Sie sich dann in den nächsten Jahren überlegen, wenn es dazu dann eben, wenn es dann soweit ist, dass diese Generation auch auf den Arbeitsmarkt kommt. Jetzt geht es aber um die Zettler. Und die nächste wichtige Frage, die schon viele, viele, naja, ich möchte sagen, Vorurteile beantwortet. Das ist die Frage, wie viele Millionen gibt es eigentlich? Ja, und nehmen wir dann nur mal die Babyboomer und die Zettler raus. Von den Babyboomern, was glauben Sie? Wieder schreiben Sie es einmal in den Chat rein. Wie viele Millionen Babyboomer gibt es zwischen 1950 und 1964? 25 Millionen sehe ich jetzt hier. 15, 10, 10. 20, ja, genau. Und damit liegen Sie auch wieder richtig. Es sind 20 Millionen. Sie wissen, was jetzt kommt. Wie sieht es denn bei den Zettlern aus? Wie viele Zettler gibt es? Wieder in den Chat einmal schreiben. 8, 7, 10, ja. Und da liegen Sie richtig. Es sind 10 Millionen. Und da haben wir schon das Erste. Von 20 Millionen auf 10 Millionen. Und jetzt haben wir so Sätze in Unternehmen wie:
streng dich an, ja? Sei froh, dass du einen Job hast. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Was soll der Quatsch? Was ist das? Das ist absoluter Unsinn, denn die Zettler, die sagen sich an der Stelle, naja, wieso soll ich mich anstrengen? Wieso soll ich froh sein, dass ich einen Job habe? Wieso sind Lehrjahre keine Herrenjahre? Wenn es mir nicht passt, dann gehe ich einfach. Ich habe die Qual der Wahl. Ich habe die Auswahl, denn wir sind nur 10. Und da wartet schon der nächste Job auf mich. So einfach geht es. Aber nicht ganz so schnell. Wir wollen uns natürlich auch anschauen, was hat die denn eigentlich geprägt? Denn wir möchten ja heute verstehen, was ist der Unterschied? Was sind die unterschiedlichen Werte? Wie können wir aufeinander zugehen und wie können wir sie überhaupt erstmal greifen, erstmal verstehen, damit wir sie nachher für uns auch gewinnen können? Und dann stellt sich ja die ursprüngliche Frage, Freizeit, Familienstruktur, was hat uns in unserer Jugend geprägt? Und was war das bei den Babyboomern? Naja, bei den Babyboomern, da waren das ganz viele verschiedene Dinge, aber ich würde sagen, auf jeden Fall war das die Nachkriegszeit. Ja? Nachkriegszeit, Dinge waren kompliziert. Da steckt natürlich auch immer etwas dahinter, hinter diesem Wort. Es gab nicht viel. Man war natürlich erstmal froh, dass man irgendeinen Job hatte, dass man Geld verdient hat. Klar, es gab nicht diesen Wohlstand. Das war sicher ein Begriff, unter dem man viel definieren kann. Ein anderer war, und der kam dann später auch, Wirtschaftswunder. Es geht bergauf, es gibt was Neues. Es geht uns gut. Wir haben Unternehmen, wo ja, ein Umfeld herrscht, wo es Spaß macht. Achtung, auf diesen Begriff werde ich nachher noch zurückkommen, miteinander zu arbeiten. Und vielleicht noch zu den Familienstrukturen ein Stichwort. Wie war das oft? Große Familien, würde ich mal sagen, oder? Also, große Familien, oft mehrere Kinder, mehr Generationen raus, auch das fällt. Was macht den Unterschied? Es gibt natürlich verschiedene Rituale, es gibt Tagesabläufe, es gibt zugewiesene Rollen und Rollenbilder. Und vor allem gibt es natürlich auch ganz andere Situationen, wenn damals beispielsweise vielleicht 3 Geschwister in einem kleinen Zimmer gewohnt haben. Also immer wieder bei dem wenig Wohlstand, der kam dann aber nach und nach, Stück für Stück. Und jetzt ist interessant, was prägt eigentlich Z so? Wenn wir jetzt nur mal in die Welt schauen heutzutage, was prägt überhaupt insgesamt die Generation Z? Ich würde sagen, bei Z hängt schon mal vieles mit diesem Überbegriff zusammen, der Digitalisierung. Ja? Vielleicht könnte man auch sagen, Smartphone. Schreib das mal in grün. Da steckt auch schon ganz viel drin. Mit was sind die aufgewachsen? Mit einem Smartphone. Was hat die geprägt? Digitale Medien, Social Media, Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook übrigens nicht mehr, da sind dann noch die Eltern. Aber alles andere schon, was es da so gibt. Ja, da könnte man noch weitergehen. Virtuelle Kontakte versus echte Kontakte. Hobbys mit Gaming. Damals vielleicht eher tanzen. Klar ist diese Welt komplett anders. Klar fühlen die sich oft überhaupt nicht verstanden, wenn wir dann mit unseren alten Kamellen kommen und irgendwelchen Geschichten von früher. Aber dazu müssen wir sie eben verstehen. Also, was gibt es noch? Ich hatte vorher gesagt, große Familie. Jetzt ist es hier auch manchmal eher Einzelkind. Einzelkind heißt auch, das kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Zum einen vielleicht überbehütet, Helikoptereltern. Ja? Also Eltern, die dann mit in die Schule kommen und den Kindern das Essen in der Mensa kleinschneiden. Eltern, die beim Arbeitgeber anrufen und ihr Kind wegen Überforderung bei der Arbeit abmelden. Oder mit zum Bewerbungsgespräch kommen, gleich noch mit den anderen Kindern und dem Hund. Und dann frage ich mich, wen soll ich nachher einstellen? Den Hund vielleicht? Nein. Überbehütete Kinder. Da müssen wir erstmal drauf hinarbeiten, in welche Richtung soll das gehen? In welche soll es denn eigentlich gehen? Denn ein weiteres Stichwort ist auch große Auswahl. Auswahl an was? An allem.
Auswahl an Jobs, an 330 Ausbildungsberufen, an über 10.000 Studiengängen, an Auslandsaufenthalten, Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten, die ich heute in meiner Freizeit machen kann. Auswahl manchmal schon an verschiedenen Smartphones, weil ich mehr als eins habe, zwischen meiner Smartwatch auch noch wählen kann. Auswahl an Unmengen von Konsumgütern über Amazon oder andere Dienstleister. Und letztendlich vielleicht auch eine zu große Auswahl. Ein Nichtwissen, wo es hingehen soll. Ein, was soll ich überhaupt machen? Und da sind wir schon ganz tief im Thema drin. Dass vielleicht diese große Auswahl nicht immer was Gutes heißt. Weder für die Entwicklung noch für das Verhalten und die Werte. Aber gucken wir mal noch, was ist eigentlich wichtig im Job? Und ich würde sagen, früher war das definitiv überhaupt erstmal einen Job zu haben. Also die Sicherheit, einen Job zu haben, während es heute etwas anderes ist. Und ich spreche hier nicht über Work-Life-Balance. Nein, das war gestern. Ich spreche über Work-Life-Separation. Also eine Arbeitswelt, die sich trennt. Eine Arbeitswelt, die sich trennt, ich kürze mal ab mit WLS, vom Rest. Ja, 17 Uhr ist Feierabend, da klappe ich meinen Dienstlaptop zu und dann gibt es meine private Welt, meine Projekte, die ich noch mache, vielleicht über Instagram, die ich nebenher am Laufen habe. Meine Freunde, die ich treffe, meine Hobbys, denen ich nachgehe, meine Konsumgüter, die ich bestelle. Unterschiedlich, wie sie nur sein können. Und ich glaube, diese Unterschiedlichkeit, die führt auch oft zu etwas anderem. Diese Unterschiedlichkeit führt nämlich oft zu Begriffen in den Medien, die ich schwierig finde, die ich fehl am Platz finde und die ich als erstes gefunden habe, wenn ich dann recherchiert habe vor etwas längerer Zeit, um sie zu verstehen. Und da fielen dann Begriffe von großen Tageszeitungen wie Generation Weichei oder Generation Ich mach, was mir gefällt. Oder eine andere Zeitung, die hat geschrieben, aus der Sicht der Zettler beschrieben, es kann durchaus sein, dass wir für etwas brennen. Und wenn uns etwas gefällt und wir dafür brennen, dann sind wir auch vollkommen dabei, aber nur solange der Kaffeeautomat nicht streikt. Was ist das? Schwierig, könnte man sagen, wenn man denn vor allem dann Zettler kennenlernt. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie sind sie denn eigentlich? Stimmt das, was die Medien da so sagen? Und bin in Schulen gegangen, habe dort mit den jungen Menschen gesprochen, habe Jobtrainings gemacht und habe Orientierung versucht zu geben. Ich habe aber vor allem in dieser Zeit einen Menschen getroffen, der sich ganz viel und mit unterschiedlichen Projekten um diese jungen Menschen gekümmert hat. Thomas Lund hat eine Autowerkstatt, ein Autohaus in Berlin und was er gemacht hat, das erzähle ich Ihnen später, aber vor allem, welchen Satz er geprägt hat in meiner Erinnerung, den möchte ich Ihnen jetzt mitgeben. Denn er sagte zu mir, diese Jugend ist die beste Jugend, die wir haben und deshalb haben wir uns um sie zu kümmern, denn die stammt aus der Mitte unserer Gesellschaft. Ja, und damit ist eigentlich alles gesagt. Die stammt aus der Mitte unserer Gesellschaft. Und das ist die beste Jugend, die wir haben. Also, lasst uns um sie zu kümmern. Die Frage ist aber nun mal, und das könnte man auch stellen, immer wieder die gleiche. Ist Z wirklich anders? Was macht Z aus? Und wenn sie anders sind, ja, wie sind sie denn eigentlich? Und um nochmal kurz zurückzukommen zu dieser Folie. Da könnte man jetzt auch noch dazu nehmen, was hat eigentlich jeweils die eine Generation über die andere gedacht? Und wie war das damals so, als die anderen Generationen groß geworden sind? Wie war das beispielsweise bei den Babyboomern? Hatten da die Eltern von denen Zeit, sich umfassend um die zu beschirmen und zu kümmern? Wahrscheinlich nicht. Wie war das bei den Xern? Wollten die nicht erstmal wieder ihr Leben leben, selbst bestimmen, mit dem Wirtschaftswunder Dinge ausprobieren? Wie war das bei Y?
War das da vielleicht so, dass Eltern zu wenig Ahnung hatten von der jetzt kommenden Digitalisierung, die die Y auch in ihrer Jugend schon geprägt hat? Und wollten die dann vielleicht wieder an die Zettler das zurückgeben, was ihnen gefehlt hat? Ja, unterschiedliche Fragen, die man unterschiedlich beantworten kann. Aber man wird immer zu einem kommen. Es gab immer Unterschiede zwischen den Generationen, unterschiedliche Erwartungen und andere Bedürfnisse und Wünsche. Um eins vorwegzunehmen, und das findet man in großen Studien ja immer wieder heraus, aufs Neue, wenn man Tausende von Schülern, Schülerinnen und Schülern befragt, was ist euch eigentlich wichtig? Was wollt ihr? Und ich fange mal mit dem an, was weniger wichtig ist. Und das ist Geld. Geld steht lang nicht mehr an erster Stelle. Aber was ist es dann? Und da bin ich vor kurzer Zeit in eine Schule gelaufen, in eine Klasse und frage, was wollt ihr denn mal werden? Wir machen heute so ein Jobtraining und Berufsorientierung. Also, was ist euer Ziel? Was wollt ihr denn mal werden? Und eine Schülerin streckt und sagt, also ich will mal glücklich werden. Ist das nicht das höchste Ziel? Spaß daran zu haben, an dem, was ich tue, auch an der Arbeit, die ich jeden Tag vollbringe? Und das ist es. Spaß steht an oberster Stelle. Spaß ist die Priorität. Und wir können es uns aussuchen, denn wir sind nicht mehr in der Lage, wo wir irgendwie um etwas kämpfen müssen, Hürden überwinden im Bewerbungsprozess. Nein, lassen Sie mich mal anders formulieren, von der Seite der Arbeitgeber sind wir schon lange nicht mehr in einer Auswahl. Wir sind nur noch in einer Gewinnung. Wir können junge Menschen nur gewinnen. Und das nicht mit Geld, sondern mit Dingen, die wirklich für diese Generation Z eine Bedeutung haben. Also gucken wir uns doch mal so einen Arbeitsablauf oder so einen Tagesablauf eines jungen Zettlers an und vor allem schauen wir uns an, was die so Stück für Stück wollen. Und am Ende gibt es immer drei Dinge. Drei Dinge, die ich feststelle, die jedes Unternehmen, das erfolgreich ist mit der Nachwuchskräftegewinnung, mit der Ausbildung, dass jedes dieser Unternehmen erfüllt. Drei Dinge, die für mich einen Grundbaustein setzen, um dann darauf ein erfolgreiches Unternehmen, vor allem aber eine erfolgreiche Generation Zusammenarbeit zu schaffen. Also kommen Sie mit.